Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Hierarchien in Power BI. Wenn euch dieses Video gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like gebt. Und jetzt starten wir los. Ich habe mich hier mit Power BI bereits auf eine Datenquelle verbunden, in meinem Fall eine Excel-Datei. Und habe vereinfacht gesagt, für dieses Beispiel den Umsatz und die Spalte Land sowie das Segment und das Produkt. Ich kann mir diese drei Spalten und den Umsatz in einer Tabelle wie folgt mir anzeigen lassen. Somit sehe ich auf einen Blick alle drei Felder und den entsprechenden Umsatz. Jetzt gibt es aber in Power BI die Möglichkeit, über eine Matrix die gleiche Darstellung nur etwas vereinfacht zu erstellen. Ich wähle wieder das Land, das Segment und das Produkt. Und wie ihr seht, habe ich nun eine vereinfachte Darstellung in Form einer Hierarchie. Ich kann nun mit einem Klick auf das Symbol plus minus entsprechend navigieren und sehe zu jeder Ebene, zu jedem Element den korrekten Umsatz. Jetzt gibt es nur eine weitere Vereinfachung, und zwar anstatt dass ich diese drei Felder bei jedem Bericht neu erstelle, kann ich diese Kombination auch als Hierarchie speichern. Dazu wähle ich einfach diese drei Punkte auf dem gewünschten Feld und wähle Neue Hierarchie. Somit wird die Hierarchie erstellt. Und jetzt kann ich beliebige Felder in diese Hierarchie geben. Wenn ich nun einen neuen Bericht erstelle, kann ich nun mit einem Klick auf diese Hierarchie springen und mir den Umsatz anzeigen lassen. Dann habe ich exakt die gleiche Darstellung, als wenn ich manuell diese drei Felder als Zeilen hinzugebe. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Viel Spaß und bis bald.